Hallo, ich bin Simon. In diesem Video geht es um die Drag Curls, um sich einen richtig guten Bizeps aufzubauen. War das ja vor einigen Jahrzehnten eigentlich die beliebteste Übung. Gerade so die alten Bodybuilding-Legenden waren eigentlich Fan von den Drag Curls. In den letzten Jahrzehnten, würde ich fast behaupten, ist die Übung ziemlich aus der Mode gekommen. Hat verschiedene Hintergründe. Zum einen wird eben gerade gesagt, dass diese Drag Curls für die Gelenke nicht sonderlich gut sind. Allen voran natürlich für die Handgelenke nicht sonderlich gut, aber eben auch für die Schultern, die auch in eine ziemlich missliche Position gebracht werden. Heutzutage gibt es aber auch nicht wirklich mehr Übungen als früher. Also insgesamt ist das Repertoire, also diese Menge an Übungen, die gleiche geblieben. Es ist ja nicht so, dass man ständig neue Übungen erfindet. Es ist ja eigentlich nicht viel dazugekommen in den letzten Jahren und letzten Jahrzehnten, so gut wie nichts. Aber insgesamt ist diese Drag Curl Übung so ein bisschen aus der Mode gekommen, weil einfach die Kritiker mehr geworden sind. Ich zeige euch das Ganze mal. Die Drag Curls kannst du sowohl an der SZ-Stange als auch an der Langhantel ausführen. Das Prinzip der Drag Curls ist eigentlich, dass du die Hantel sehr eng führst. Das bedeutet, dass du die relativ eng am Körper hochführst. Während dieses Prozesses wird dein Ellbogen nach hinten wegflüchten, aber der darf nicht nach außen hingehen, sondern der muss eng am Körper bleiben. Das heißt, nach hinten gehen ist in Ordnung, aber nach außen gehen, das wäre falsch. Da würdest du die Schulter und die Delta-Muskulatur, den Trapez auch noch schön mit reinbringen. Dadurch würdest du die Übung an und für sich erleichtern, aber da steigt natürlich auch gerade die Belastung auf den Gelenken, hier dann sogar nämlich auf dem Ellbogengelenk. Ich zeige euch die Übung ganz einfach mal, wie man die ausführt, und werde danach noch ein, zwei Sachen dazu sagen. Also erstmal ganz wichtig natürlich ein gleichmäßiger Griff, das ist immer die Grundvoraussetzung. Dann führst du die Hantelstange eng am Körper bis nach oben und wieder runter. Und ruhig bis hier unten gehen, bis der Arm sozusagen zu 95% begradigt ist, aber nicht komplett aushängen, da sonst die Spannung auf dem Muskel weg ist. Und wieder schön abführen. Das Prinzip habt ihr soweit verstanden. Ist auch nicht sonderlich schwer. Ganz wichtig bei der Übung immer die Hantelstange, die wird während der gesamten Bewegungsausführung eng am Körper geführt. Ganz klar natürlich, du musst mit dem Ellbogen, wie ich es ja schon sagte, nach hinten weggehen, aber eben nicht zur Seite weg. Das heißt, niemals den hier machen. Das Abfälschen, das wird dadurch, dass du die gerade Stange benutzt, eigentlich auch schon verhindert. Gerade bei der SZ-Stange siehst du das sehr oft, dass dann angefangen wird, so mit den Ellbogen so seitlich weg zu switchen. Genau, das ist das große Problem. Gerade für die Gelenke natürlich ist das eine Übung, wo ich ganz offen und ehrlich sage, ich empfehle sie eigentlich nur denjenigen, die wirklich genau wissen, was sie tun und die einfach einen neuen Reiz auf den Bizeps bekommen. Meiner Auffassung nach gibt es jede Menge gute Übungen, sowohl diese Scott-Curls an der Curlbank, ansonsten viele andere Übungen, Konzentrations-Curls, selbst dieses Eindrehen hier, was man immer wieder gerade bei Neulingen im Fitnessstudio sieht, ist eine gute Übung, die auch der Fortgeschrittene machen kann. Auch ganz klassisch an so einer Bank hier, die kannst du dir steil stellen, hast hier auch die Möglichkeit, dran zu curlen. Es gibt jede Menge Möglichkeiten und nicht zuletzt natürlich auch gerade so Sachen wie Bizeps-Voluminizer, wo du einfach die Möglichkeit hast, diesen Druck nach hinten ruhig aufzubauen, aber wiederum in den Körper reinzuverleiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nach den Drag Curls manchmal so ein bisschen Probleme mit den Handgelenken. Das mag einfach sozusagen an meinem Konstruktionstyp liegen, aber ich bin der Auffassung, dass es gerade für die Handgelenke jetzt nicht die allerbeste Übung ist. Auch die Schulter jubelt nicht dabei. Es ist insgesamt eine Übung, die für den Muskel gut ist, aber für die Gelenke nicht unbedingt die allererste Wahl ist. Und es gibt einfach noch so viele andere, auch so viele einfache, so viele schonendere Bizepsübungen, mit denen du dir wirklich die Arme richtig schön aufpumpen kannst. Und ich bin aktuell dabei, sehr erfolgreich mit dem Bizeps-Voluminizer zu trainieren. Da muss ich ganz offen und ehrlich sagen, warum soll ich da eine Übung mit reinnehmen, wo ich einfach irgendwo so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu habe. Ihr habt es jetzt gerade gesehen, Prinzip bei den Drag Curls ist eben eng zu führen. Der Muskel freut sich, die Gelenke, die jubeln nicht gerade bei dieser Übung. Mein Fazit zu der Sache, die Leute, die genau wissen, was sie tun, die können die Drag Curls ruhig mal ausprobieren. Gerade Anfänger, gerade Neulinge oder diejenigen, die sich ganz große Gedanken um ihre Gelenke machen, die da einfach sehr vorsichtig sind, lassen das Ganze besser bleiben. Es gibt, wie gesagt, noch jede Menge andere Übungen, die dann weniger belastend für die Gelenke sind. Alles klar, wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Simon.